Biere ausgesucht, die er toll findet. Bitter! Und ich glaube, das ballert mit 5%. はい、皆さん、こんにちは。りなです。今日はパパとお兄ちゃんの協力でこの動画を撮りたいと思います。なぜかというと、ビールを用意しました。去年もビールテイスティングの動画を撮って結構バズりましたので、今回もまた撮りたいと思います。最初から言わなきゃいけないんですけど、基本的にはドイツビールが大好きな2人なので、日本のビールはどういった意見があるかを今日きちんと聞きたいと思います。最後まで見てみてくださいね。Der Taka hat Biere ausgesucht, die toll findet. Ich persönlich jetzt nicht, weil ich ja auch kein Biertrinker bin, aber ist da ganz begeistert davon. Und deswegen hat die folgenden 3 Biere hier ausgesucht. Und die dürft ihr dann probieren und dann eure Meinung dazu abgeben. Das sind neue Biere, richtig im Vergleich zum letzten Mal. Also das hier ist so das Standard-Standard-Bier. Okay. Immer und überall, und das ist so der japanische Standard, was Bier angeht. Schmeckt im Durchschnitt. Genau, das ist super beliebt, das schmeckt jedem Japaner, der Bier trinkt. Okay. Das hier ist was Neues. Das ist quasi das gleiche wie dieses hier, nur als quasi Dosen-Draft-Bier. Und das hier, weil der Taka gelernt hat, dass ihr dunkles Bier mögt, ein Kirin-Bier als Dunkelbier. Das ist mal interessant. Um zu sehen, ob das vielleicht dann eurem Geschmack besser passt oder nicht. Und ich würde sagen, wir fangen mit diesem hier an. Einfach, weil, wie gesagt, das so das Standardbier ist. Das heißt, Asahi ist die Marke und Super Dry ist die Art des Biers. Okay. Und ihr könnt sehen, ist der Partner des Rugby World Cups 2023 in Frankreich. Okay. Keine Ahnung. Sehr schön. Und dann hier einmal voll machen. Ups. Voll mit Schaum. Habe ich gut gemacht. Ihr seht alle, ich habe keine Erfahrung, Bier einzuschenken. Ganz offenkundig. Ganz offensichtlich nicht. Aber der Schaum in japanischem Bier geht mega schnell weg, nicht so wie in deutschem Bier. Habe ich so das Gefühl. Ja, kommt dann manchmal noch ein bisschen drauf an, wie die Gläser gespült wurden. Mhm. Dann machen wir die Mama schuld daran, dass es das ja nicht gut geschmeckt. Nein, das ist dann mein Fehler, weil die haben wir natürlich aus der Spülmaschine direkt raus. Die werden natürlich auch mit Klarspüler behandelt und dann natürlich nochmal klar gespült, also mit Wasser. Mhm. Aber da bleiben dann manchmal doch Rückstände zurück, die auch deutschen Schaum zusammenfallen lassen. So, so. Ja. Ja. Aber jetzt schaut es doch hübsch aus. Jo. Deswegen schwenkt man es nochmal. Wie sieht's aus? Vom Aussehen her erstmal. Super. Also vom Aussehen her wie ein helles. Schönes helles mit einer schönen Perlung. Das könnte schmecken. Jedenfalls vom Optischen her. Ja, riecht auch ganz gut. Schmeckt gar nicht so schlecht. Schmeckt so ein bisschen wie deutsches alkoholfreies Bier. Aha. Hat so eine leichte süßliche Note. Aha. Und ich habe auch schon mal Maisbier getrunken. Maisbier? Ja. Schmeckt so ein bisschen wie Maisbier. Ja, hat so ein bisschen die Süße davon. Ja. Allerdings, für mich schmeckt es eher wie so ein Sommerbier, so ein deutsches. Also ich bin kein riesen Fan von Sommerbier, weil die mir zu leicht sind im Geschmack. Aber das ist tatsächlich, schmeckt ähnlich wie ein deutsches Sommerbier, kann man sicherlich gut im Sommer trinken. Wenn es schön heiß ist und wenn das Bier schön kalt ist. Das einzige Problem ist, Sommerbier hier hat so 2,53% und ich glaube, das ballert mit 5%. Jo. Genau, das hier hat, wo steht's denn? Das wäre also, genau, eine Sommerbierfalle. Was man da sofort betrunken ist, weil im Sommer, wenn es heiß ist und du sowas halt relativ schnell wegkippst, ich glaube, wir sind mit 5% relativ gut betrunken. Ja, wobei, ich glaube, auch in Deutschland ist ein Sommerbier mindestens mal 4 bis 4,2%. Echt? Ja, ja, schon. Kommt immer darauf an, welches und wo. Also mir ist es auch ein bisschen zu bitter, obwohl es so eine hinten raus so eine Süße hat. Aber das Erste, was du schmeckst, ist bitter! Nee. Ich schon! Nein, also ich
schmeckt ja nicht zuerst das Bittere. Wie gesagt, das Bittere kommt immer normalerweise erst hinterher. Ich finde das Bitter jetzt auch nicht aufdringlich bei dem. Also es ist nicht wie ein Pilz. Was ist da drin? Na, was ist Bier? Da drin? Bier. Also Hopfen, Malz und Wasser. Genau. Haben die das gleiche Hopfen. Reinheitsgebot, was wir gerade eben aufgezählt haben? Nein. Bloß Plattengift. Also irgendwie stehen da aber noch andere Sachen dabei. Hopfen, Reis, Korn, Starch. Okay. Ja, Korn okay, ist Mais. Mais, genau. Sag mal, wenn es schön kühl ist, das Bier und draußen schön heiß. Ja. Kann man das schon mal wegkippen, aber wie der Alan schon sagt, da darfst du nicht mehr als 3 Dosen trinken. Dann bist du hackentlich. Also die Japaner trinken natürlich ihr Bier bevorzugt sehr, sehr kalt. Mhm. Und halt insbesondere sind die Biere wirklich einfach so leicht, damit man viel davon trinken kann. Ja, das aber nicht und mit 5%. Und dass man sie halt auch im Sommer gut trinken kann. Also das kannst du immer gut trinken, weil das ist ein sehr einfaches, sehr leichtes Bier. Genau. Ich glaube, das würde ich sogar in Japan trinken. Oh, höchstes Lob. Asahi, super dry. Kommt ganz gut weg. Sehr schön. Dann machen wir weiter mit dem hier. Das ist das gleiche, nur als Draft-Bier. Mhm. Und das Witzige an dem Ding hier ist die Dose. Die geht nämlich anders auf. Okay. Und das ist deswegen, weil man da... Genau. Macht es dir noch mehr? Normalerweise ist es halt so, dass du, wenn diese Dose, wenn du die Dose aufmachst und dann ein bisschen wartest und die so ein bisschen anwärmst, dann so ein bisschen der Schaum hier rauskommt. Das heißt also, der Schaum ist das Feature, aber okay. Ja. Das heißt, die Dose geht immer über? Nee. Achso. Normal geht die Dose nicht über. Oh. Wenigstens geht der Schaum schnell weg. Interessante Dosen. Ja, interessant, dass wir doch sehr wenig. Wenig Kohlensäure. Ja, guck mal. Die ist gerade komplett rausgegangen. Genau, die ist gerade ganz rausgegangen. Da steht übrigens auch gut gekühlt trinken und aufpassen, es könnte sein, dass es überläuft. Das haben wir jetzt gerade gelernt. Ja, also. Ja. Also, das hat. Sie sind spannend. Also, hinten raus hat es den gleichen. Wasser mit Geschmack. Bitteren Geschmack. Ihm fehlt aber vorneweg die Süße. Und es hat mir zu wenig Kohlensäure. Zumindest in dem. Von daher sage ich, wenn ich die zwei jetzt in Japan zur Auswahl hätte, ja, würde ich auf jeden Fall. Das Standardbier hier. Ich finde, das schmeckt gleich. Dem hier vorziehen. Das schmeckt wie Bier, was mit Wasser verdünnt wurde. Ich finde, das schmeckt gleich. Nein. No. No. Und das siehst du auch schon an der Farbe. Das eine ist dunkler als das andere. Es ist die gleiche Farbe. Nein. Mama sagt was. No. Es ist die gleiche Farbe. No. Das ist ein Tucken. Das ist ein Tucken dunkler. Das ist die gleiche Farbe. Ja. Wie gesagt, das hat auch ein bisschen mehr Kohlensäure. Aber die haben wir gerade rausgecrashed. Ja. Das weiß ich nicht. Also so schnell sollte auch die Kohlensäure aus dem Bier, das überläuft, nicht weg sein. Nicht weg sein. Ja. Aber ja, also so ein bisschen sieht man, dass da mehr Kohlensäure drin ist als da, aber ja, abgesehen davon das sieht das für mich gleich aus. Also dann machen wir den letzten Versuch. Genau. Hier in Bier. Ja, und das soll falsch rum. Das soll also ein dunkles sein. Aber Dosen gibt es ja auch so gut wie nicht. Super Farbe. Dunkelbier. Also allein die Farbe macht mich schon total an. Boah. Das ist mal dunkel. Kannst du übersetzen, ob da Farbe drin ist? Da ist keine Farbe drin. Hoffe ich mal. Nö, nix Farbe. Dann sollte es dementsprechend schmecken. Interessant. Also das würde ich mir wahrscheinlich in Japan öfter mal reinziehen. Du magst ja insbesondere dunkles Bier. Ja, das hat einen schönen, kaffeigen, kakaoigen
Mhm. Geschmack? Das stimmt. Ist nicht zu bitter hinten raus? Nee. Also, das ist gar nicht schlecht. Das, also ist da, auch gut. Das schmeckt da wie ein Malzbier ohne die Süße. Genau, schmeckt gut. Ja, nicht ganz. Schmeckt schon also sehr kaffeeig, finde ich. Ich finde, wenn du beim Malzbier die Süße weglassen würdest, dann hättest du wahrscheinlich genau, ein ähnliches Erlebnis. Ja, genau. Das ist echt also gut zu trinken, weil das echt nicht bitter ist. Ja. Also das sehr lecker. Das ist jetzt echt ein Bier, wo ich sage, das hätte ich jetzt für Japan, für japanische Verhältnisse und für die Biere, die sehr lecker. Das letzte Mal. Aber ich muss auch sagen, die Biere hier alle schlagen die anderen vier, die wir im ersten Jahr hatten. Ja. Und zwar durch die Bank. Weil die haben nicht, also die ersten haben, finde ich, so komisch, leicht chemisch geschmeckt, wo du echt dachtest, sind die überhaupt gebraut oder sind die im Labor entstanden? Ach. Und hier hast du jetzt wirklich das Gefühl, dass du Bier hast. Außer bei dem hier, das ist irgendwie so, da hat der Braumeister noch mal ein bisschen Wasser nachgekippt. Am Ende. Wissen wir nicht genau, was der Braumeister sicherlich dabei gedacht hat. Also wenn er schon das hier gemacht hat, der gleiche Braumeister, und das schon gar keinen so schlechten Geschmack hat, und das sehr beliebt wurde. Genau, warum er sich dann aus dem Hemd arbeitet und eins macht, was nicht so gut schmeckt. Tja, also, weil Schaum, neue Dose, keine Ahnung, ich weiß es also auch nicht. Keine Ahnung, das Marketing ist besser. Ja. Genau, das Marketing war wahrscheinlich cool hier. Nein, also mit Abstand, natürlich auch deswegen, weil ich natürlich Dunkelbier mag, das ist mein Bier für Japan. Das heißt, wenn ich nächstes Jahr in Japan bin, gibt es grünen Tee und dunkles Bier. Muss ich aber auch zugeben, obwohl ich eigentlich nicht so der Dunkelbiertrinker bin, von den drei ist das echt das Beste. Also Reihenfolge für euch beide, das dunkle Bier als erstes, ja. Dann das normale Asahi Super Dry und dann das... Aber schon mit Abstand. Ja, okay. Da könnten noch ein paar Biere dazwischen kommen. Also die können das hier auch als saures Radler verkaufen. Ja, ihr langsam dazu lernen, was so euer Biergeschmack ist. Wenn ihr dann nächstes Jahr nach Japan kommt, dann finden wir bestimmt noch andere dunkle Biere, die ihr probieren könnt in Japan. Also danke, Taka, für die Auswahl. Du hast dich sehr entwickelt, was das angeht. Du hast unser Feedback letztes Mal wohl ernst genommen und hast nochmal drei gute Biere für uns ausgesucht. Ja. Sehr schön. Nicht schlecht. Also, das Fazit. Japanisches Bier kann man auch an Deutsche servieren und sie trinken es. Das ist doch gut zu wissen. ということで、この動画はここで終わりにします。楽しかったでしょうか？楽しかったなら、ぜひいいねボタン押してくださいね。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でも会いましょう。バイバーイ。バイバーイ。